Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen wie immer natürlich bei uns auf dem Server 7 Tage Gaming. Letztes Mal bin ich hier stehen geblieben und wir haben ja eine neue Mission. Wir wollen, oder besser gesagt, ich möchte hier runter in den Z-Bereich mir eine Base bauen. Endlich baue ich mir auch eine Base. Die anderen Leute sind ja schon, oder Spieler sind ja schon fertig mit dem Base bauen. Und denen wird schon langweilig und ich fange jetzt erstmal an. Und ich fahre aber nicht direkt runter, wir haben genügend Zeit, uns läuft nichts davon. Ich brauche auf alle Fälle als allererstes, muss ich eine Fahne aufstellen, eine Flagge aufstellen. Und dafür brauchen wir Lumpen und wir brauchen Metallschrott, den Rest glaube ich habe ich. Und da werden wir... Ich würde sagen, sogar hier halten wir mal an. Und dann werden wir jetzt schon was finden. Da vorne ist doch was im Busch, oder? Ist es ein Stein? Ich müsste echt einmal meine Brille aufsetzen, wenn ich spiele. Vielleicht sehe ich dann mehr vom Spiel. So. Oliven. Ach. Ja. Die nehmen wir natürlich mit. Und die essen wir auch gleich. So, muss ich aber trotzdem herschauen, was das hier ist. Ein Auto und Metallschrott nehmen wir mit. So, liegt hier was? Nee. Dann gehen wir mal in das Häuschen hier vorne rein. Vielleicht finden wir ein paar alte dreckige Klamotten. Die können wir dann zerlegen. Der Server ist heute schon wieder sehr, sehr... Es ist unter der Woche. Und der Server ist schon wieder voll. Oh. Ich schwitze. Komm, zieh mal die Socken aus. Oh, die Schuhe haben nur noch 55%. Die reparieren wir gleich mal. So, noch irgendwas zum Reparieren. Dann ziehen wir den hier aus. So, da müsste es eigentlich wieder gehen mit dem Schwitzen. Wo kommen wir denn hier rein? Also wir brauchen noch Metallschrott und wir brauchen Lumpen. Können wir den zerlegen? Bin noch gar nicht probiert. Herstellen Kopfsatz in Lumpen zerlegen. Komm, denn die Lumpen nehmen wir doch mit. Auch wenn sie dreckig sind. 71%, den nehmen wir mit. Den Rest lassen wir liegen. So, ist hier was Böses? Nee. Nee, die möchte ich nicht. Mit so einer dreckigen Seife kann man sich nicht sauber waschen. Nix. Ja, Küchen schaue ich eigentlich gar nicht mehr. Was haben wir denn hier? 13%. Wer soll denn das essen? Fürs Kochen wäre es wahrscheinlich gut, weil ich glaube, das spielt keine Rolle. So, hier liegt doch was. Das könnte man auf alle Fälle reparieren. Und dann könnte man es doch zerlegen, oder? Schauen wir mal, ob da bessere Lumpen rauskommen. 73. 61, die nehmen wir noch. Was steht hier? Nee, Bier kann ich nicht mitnehmen. Ich muss noch Auto fahren. Nicht, dass uns hier die Polizei anhält. So. Dann gehen wir mal ins nächste Häuschen. Wir sind nach wie vor auf dem Weg in die Z-Zone. So, mach mal zu. Na, Küche schaue ich nicht mehr da. Da finde ich nichts mehr. Aber hier, was haben wir denn hier? Eine schöne schwarze Hose. Eine kurze Hose. Wir fahren in den Z-Bereich. Ich würde fast sagen... Die ziehen wir
Schauen wir mal ins Inventar. Was ist jetzt unser Inventar? Ich glaube, das ist ein bisschen größer, gell? Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ausrüsten. Muss sein, wir gehen in die Hitze. Handschuhe, glaube ich, kann man nicht zerlegen, ne? Oh, ja, wen haben wir denn hier? So, gib mir meinen Pfeil wieder. Rest brauche ich nicht. Den Wein. Doch, den nehmen wir mit. Das bringt Kohle. Jetzt. So, ich glaube, da müsste ich eigentlich schon genug Lumpen haben. Jetzt haben wir hier drei. Die sind alle nicht gut. Den könnte man noch mitnehmen, aber. Schauen wir mal oben rein. Motorradhose. Die bringt Kohle. Ich darf nicht so viel mitnehmen. Ich darf nicht so viel mitnehmen. Oder ich nehme trotzdem den Wein mit. Komm, die zerlegen wir jetzt. Schauen wir mal, was rauskommt. Ah, 70%. Den Rest nehmen wir nicht mit. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die Flagge aufstelle. Ich kann auch nicht alles wissen, ob dann die ganz dreckigen Lumpen was ausmachen. Aber ich würde sagen, wir wollen ja nicht ganze Dörfer durchlooten. Nur immer so. Also jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar Klamotten habe ich ja noch im Fahrzeug. Das müsste eigentlich reichen. Metallschrott. Zack, komm, essen. Und noch eins. So, jetzt schauen wir bloß mal rein. Vorsichtshalber. Die Maske könnte man zerschneiden. Die Wollmütze. Naja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bis los. Sechs, sieben. Ein bisschen Metallschrott. Okay. Wir kommen bestimmt noch an eine Stelle hin, wo mehr rumliegt. So, jetzt müssen wir. Oh nein, wir könnten eigentlich noch geradeaus fahren. Oder abbiegen. Langsam. Hoppala. Warte mal, wo geht's denn da runter? Da müsste es runtergehen.
Komm, da fahren wir runter. Langsam. Oi, 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 oi. Ich glaube, der einzige Vorteil dann, wenn wir da unten sind, im Z-Bereich ist, da gibt es genügend Oliven, aber ich bin über 400 Rumpunkte und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. So, hier steht wieder ein Wrack. Ja, der Server erholt sich. Viele Spieler nutzen jetzt den Bot und verkaufen auch Fahrzeuge und dementsprechend spawnen jetzt wieder, da war was, andere Fahrzeuge nach, aber, oh, da ist sogar ein Motor drin, aber in 5 Tagen wird es ganz anders ausschauen, denn durch den Bot habe ich auch die Anzahl der Fahrzeuge, die auf dem Server spawnen, selbstverständlich reduziert und dann sieht es schon wieder ganz anders da aus. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Metallschrott mitnehmen können. Jawohl. Ja, passt. Schauen wir mal hier in die Werkstatt. Normal würde ich die Schuhe mitnehmen, Apfelsamen essen. Spinatsamen essen. Sieht es überhaupt aus bei mir? Oh, komm, das ist hier eine schöne Ecke. Machen wir mal eine Pinkelpause. Muss auch sein, so. Ja. Ja, ich hatte in einem der letzten Videos, hatte ich doch meine Carbon Hunter gefunden, aber ich habe noch keine Munition und total verschwitzt, wie ich beim Händler war, Munition zu kaufen. Ich kann keinen einzigen Schuss absetzen, aber das kriegen wir auch noch hin. So, ich glaube, der Schrott reicht mir jetzt fürs Erste auf alle Fälle. Ist da noch irgendwo was? Hier steht doch bestimmt noch irgendwo ein Fahrzeugwrack rum. Nö. Lumpen haben wir auch genug. Das müsste eigentlich reichen. Stehen hier keine Kisten rum? Nö. Okay. Da würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, dass wir da langsamer mal runterkommen. In die schöne Z-Zone. Oh, ich habe die Tür wieder offen gelassen. Ja, aber bei uns sind ja ehrliche Spieler, da passiert nochmal nichts. Aber sollte man nicht herausfordern. So, das müsste eigentlich reichen. Ja. Schauen wir mal, wo wir dann rauskommen. Jetzt müssen wir auf Eifel auf die normale Straße kommen. Die müsste gleich da vorne sein. Und dann fahren wir einfach mal. Ja, hier ist sie. Ich würde sagen, einfach mal Richtung Küste, oder? Ja, Richtung Küste. Ja, ist heute sehr, sehr viel Fahrzeit mit dabei im Video. Aber muss sein. Denn normalerweise schneide ich solche Wege ja immer mit raus aus dem Video. Aber heute lasse ich es mit Absicht auch drin. Da, schau, da stehen noch Fahrzeuge. Da schauen wir nochmal rein.
Können wir gleich mal umdrehen. Oh, ich glaube, wenn wir Glück haben, kriege ich heute sogar noch ein Ei. Jetzt mache ich aber die Tür zu. Nicht, dass ein böser Bube doch noch auftaucht. So, gib mir noch ein bisschen Schrott, vorsichtshalber, zum Kisten bauen. Ja, nehmen wir sie mal mit. So, gucken wir mal da rein, ob da was Schönes drin liegt für uns, außer Federn. Nee. Und da hinten. Da kriegen wir jetzt bestimmt ein Ei. Eieiei, da liegen sogar zwei. 54% ist es Risiko, aber das können wir essen. So, wie sieht's denn aus? Ja, Vitamin D. Ach, da schau an, das steigt sogar mit dem Ei. Steigt Vitamin D ein bisschen. Der Rest ist eigentlich relativ gut. Und für Vitamin D finden wir bestimmt wieder Tabletten. Und wenn nicht, wir haben genügend Geld, dann kaufen wir uns mal ein paar Tabletten. So, komm, da schauen wir noch rein. Da liegt keiner. Wenn wir Glück haben, holen wir hier noch ein bisschen Schrott raus. Nee. Hat hier schon jemand gelootet? Brokkolisamen. Essen könnte ich eigentlich genug, aber ich bin überall auf 100%. Trinken, naja. Da können wir noch ein bisschen warten. Nee. Gießkanne brauchen wir jetzt nicht. Die finden wir auch en masse. Brauchen wir auch nicht. So, passe ich durchs Fenster? Jawohl. Oh, hier steht ein Moped. Schönes Moped. Und der Hinterreifen fehlt. So, komm, einmal trinken. Nur einmal. Oh, das erste Mal, dass ich in einem Bett Gold finde. Okay, nehmen wir mit. Das erste Mal, ich habe Gold gefunden im Bett. Wahnsinn. So, das Video ist jetzt 17 Minuten. Ich würde sagen, heute reicht's wieder und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin auf dem Weg in die Z-Zone. Z2 oder Z3, da bauen wir die Base. Danke fürs Zuschauen. Servus.